Altesse Royale, l'égalitätsministisch, Madame Bouyamistisch, les membres de la Regierung, du Parlament, les présidents du Staatsrat, des différentes institutions, les Ehrengäste, les Damen und Herren. Ich will in den nächsten Minuten hier besonders darauf eingehen, wie das Thema des Frauenwahlrechts auf dem Niveau der Chambre traitiert wird. Allein mal dafür, am Anfang von meiner Rede, auf ein Datum anzugehen, das 1990 leidet. Den Datum als den vom 1. Mai 1906. Auf diesem Tag als die Chambre mit einer Petition befasst gehen, die erste Institution abrief, pour voir décréter la révision de la Constitution en vue principalement de l'introduction du suffrage universel en faveur des Luxembourgeoises que des Luxembourgeois âgés de 20 ans ou moins. Das war die erste Manifestation von einem Movement, den sich explizit auch für das Frauenwahlrecht angesagt wird, aber wo auch Frauen unterschrieben hatten. Die Chambre hat diese Proposition mit Exklamation und Rier quittiert und deputierten auch die Fortschrittlich, haben sich an der Abzahl von Debatten, die vor dem Ersten Weltkrieg rund um die Aufsetzung vom Zensus gefordert wurden, nie auf Frau vom Frauenwahlrecht angelos. Recht 1918 gauf der Thema nicht abgegriffen, wie die neu gewählte Konstituant sich in Derbisch gemäht hat, für an der Verfassung das Prinzip vom allgemeinen Wahlrecht anzuschreiben. Es so ein Allgemeinwahlrecht und nicht Frauenwahlrecht, weil wir dürfen nicht vergessen, dass in dem Moment nicht die Frauen auch einen guten Teil von der Gemeinde, von den Männern, kleine Erbischter, kleine Bauern am System vom Zensuswahlrecht nach nicht dürften wählen gehen, weil sie nicht genug Steuern bezahlen konnten. Die Aufhebung vom allgemeinen Männerwahlrecht wäre aber zu den Jahren schon in Acquis und hat just ein Konstituent gebraucht, für die betreffenden Artikel können zu revisieren. Beim Frauenwahlrecht wäre das ähnlich. Da wäre Überzeugungserbisch gefroht. Remenkeier hat die kleine Gruppe von Leuten eine Petition lanciert für das Frauenwahlrecht und ihrer Spitze, Margret Mangenas-Servais. Aber die Spezialkommission, die an der Chambre angesagt wurde, für die Verfassungsreform vorzubereiten, hat in ihrem Rapport just eine fakultative Bestimmung vorgesehen, sodass es per Gesetz eventuell hat könnten mehr spät angefordert gehen. Da kam aber alles ganz ähnlich, weil der damalige Staatsminister am Ende vom Ersten Weltkrieg unter dem Druck von der republikanischen Bewegung, die zu Lützburg entstanden wäre, ein Referendum proposiert hat. An einem Projet de Loi zu dem Referendum gab es erst festgehalten, dass sowohl Männer wie Frauen sich sollten darunter beteiligen. Das hat natürlich auch Verfassungsdiskussionen beeinflusst, die Anfang Mai 1919 zu ihrem Aufschluss kommen. Den 1. Mai 1919 wäre erfreulich, weil die Verfassungsdiskussionen wären damals nicht einfach. Die Chambre hat lange gebraucht, für eine Majorität zu finden, die die Aufhebung vom allgemeinen Wahlrecht zu Lützburg durchgesetzt hat. Es hat viel Streit am Marchandage gegeben. An einem spektakulären Wort mit der Stimme von der Rätspartei, der Sozialistischen Partei und der Freien Volkspartei gegen die von den demolischen Liberalen gibt Frauenwahlrecht an den Verfassungsartikel 52 angeschrieben. Wenn man das Wort mit genau analysiert, dann stellt man fest, dass viele Deputierte
nicht nur ihre Prinzipien gestimmt tun, mehr nur strategischen Motivationen. Beweggründe für vier Frauen Wahlrecht zu stimmen waren engerseits das Gleichheitsprinzip und andererseits in erhofften Stimmenzuwachs oder eine Abflusssteigerung von der vertretenen Klientelpolitik. Beweggründe, von denen die gegen Frauenwahlrecht gestimmt hatten, verdankt, dass genau das geschehen und das zu ihren Lasten gehen. Wer die Verhörung von Frauenwahlrecht also just in Zufall von der Geschichte, hat es eins könnte so ergehen wie Frankreich oder der Belge, wo das Frauenwahlrecht für die Chamber recht nur im Zweiten Weltkrieg angefordert wurde. Wir wissen es nicht. Aber es sollten aber all die Leute, Frauen und Männer, nicht vergessen, die sich hinter dem Aufhang vom 20. Jahrhundert für das Gleichheitsprinzip auf Niveau von den politischen Rechten angesetzt haben. Und das hat sicher den Terrain vorbereitet, für das Frauenwahlrecht überhaupt zu einem Thema an der Chambre Guinness. Die Leute haben mit ihrem Engagement gegen die Vorurteile von ihrer Zeit angekämpft. Wir sollten ihre Courage und ihre Energie appreciieren. Weil demnächst hat nicht Süderin den Frauen zugestanden, mitzuwählen und an die politische Arena heranzugehen. Es sind auch nach Gin, die bis zuletzt die traditionelle Rolle von der Frau als Femme au Foyer heisch gehalten haben. Es hat lange gebraucht, ihr Frauenpräsenz in der Chambre zu einer Normalität gehen. Nur der erste Deputierte, der Marguerite Thomas Clement, die von 1919 bis 1931 an der Chambre war, sind über drei Jahrzehnte vergangen, bis die Frauen an der Chambre präsent waren. Ich will just Pionierinnen zitieren. Astrid Lulling, Colette Flesch und die erste Ministerin Madeleine Frieden-Kinnen. Nur 1919 hat es lange gebraucht, für die Vorurteile von 1919 aufzubauen. Es geht doch sicherlich nach Haut. Wie wäre es so zu erklären, dass Frauen und den Deputierten nach langem nicht entsprechend ihrem Undeel an der Gesellschaft repräsentiert sind? Wir sind bei den letzten Wahlen nicht zurückgegangen, ob 20% Frauen bei den gewählten Deputierten, nachdem sie 2009 und 2013 besser ausgesehen hat. Auch am Parlament selber bleibt manches zu mehr, zum Beispiel auf Niveau von den Kommissionen, wo just 7 von 25 Präsidentschaften in Frauenhand sind. Heuer sicherlich nach Luft nach oben. Parlament ist sich seiner Verantwortung bewusst und hat 2016 ein Quotengesetz für die Besetzung von den Listen gestimmt. Aber wir haben in den letzten Wahlen gesehen, dass das nicht durchgeht und dass Parteien auch müssen mehr aktiv gehen. Für alle Newcomer an der Politik, ob das Frauen sind oder Juncker oder Leute, die wir rezent die letzte bei der Nationalität angeholt haben, mehr gezielt nur vorzubringen, gerade auch an Wahlkampagnen, an den Tableranten, auf der Tele und so führen. Als Demokratie ist nicht Fischiertes, au contraire, sie hat sich immer über Nacht weiterentwickelt und so werdet, er werdet auch beim Wahlgesetz sein. Altes Royal, die Damen und die Herren, 1919 war ein Wendepunkt an der Geschichte von der Demokratie. Auch viele Leute waren derzeit nicht überzeugt,
für die Frauen Wahlrecht zu gehen. Haut gibt kein mehr auf die kommen, für diesen Acquis auf Hoch zu stellen. Und so wird mit der Zeit auch für andere Punkte der Fall sein. Denn der von Haut als für die Chamber ein Teil vom Zurückgucken auf 1919, den sich erreicht an eine Reihe von Manifestationen. Weiter wichtige Daten sind den vom 21. September, wo wir 100 Jahre werden hier sind, zusammen dem ersten Referendum, an den vom 26. Oktober, wo wir die ersten Wahlen wären, wo an den zwei Fällen für die ersten nun im Prinzip vom allgemeinen Wahlrecht durchgeführt werden. All das wichtige historische Momente wird Chamber zusammen mit dem Nationalmuseum an einer großen Ausstellung ausschwätzen, die hier dieren, den 26. September abmischt, aber die los schon herzlich invitiert sind, sie zu besichern. Es ist wichtig, dass man die Geschichte vom Wahlrecht und von der politischen Partizipation den Jungen vermitteln, an denen allen an Erinnerung rufen, für das Leute hier eigen politisch waren, mehr bewusst können werden, und dass sie hier persönlich Recht für einen politischen Entscheidungsprozess teilzuholen, besser applizieren. Wir sehen die Ausstellung ganz klar als ein Beitrag zur politischen Bildung, für die wir uns als Chamba gezielt ersetzen. Die Geschichte vom freien Wahlrecht wird daran nicht in jedem Schauplatz sein, wenn wir wollen versichern, hier den Platz am generellen Recit von der politischen Partizipation zu gehen, die hier zusteht. Und damit sind ich auch nächstes zurück beim freien Wahlrecht. Es scheint mir wichtig, nach ein Kehr zu betonen, dass sich für das Recht sowohl Frauen wie Männer angesagt haben. Ich meine, das soll doch heute als Maxim sein, dass wir uns zusammen müssen ersetzen, für Gleichheit an unserer Gesellschaft zu schaffen. So, das ist merci.